Wie verpacke ich nur die Geschenke? Diese Frage stellt man sich ständig. Ich zeige euch nun zwei Möglichkeiten, Geschenke mit Blüten zu schmücken. Diese Blüten bestehen aus Muffinförmchen, dekoriert mit Strasssteinen oder Perlen. Zum Einschlagen eurer Geschenke benötigt ihr silbernes Tonpapier oder Geschenkpapier. Zur Dekoration brauchen wir weiter Fotokarton in dunkelgrau, silberne Perlen oder eine silberne Perlenkette, Strasssteine in Silber, Muffinförmchen, ein Alleskleber und eine Schere. Ich habe hier zuerst einmal 9 Muffinförmchen, die ich doppelt geklebt habe. Das sind insgesamt also 18 Einzelförmchen plus ein Förmchen, das habe ich nicht doppelt geklebt. Da habe ich nur den Boden mit einem Durchmesser von 4 cm rausgetrennt. So, die ersten 3 bleiben genauso wie sie sind zunächst. Bei den nächsten 2 habe ich einen Schnitt gemacht bis zur Mitte. Aus diesen 4 habe ich einen Kreis ausgeschnitten und einen Rand hier unten von 5 mm bei allen stehen gelassen. Bei diesen habe ich anschließend einen Keil in der Größe ausgeschnitten und bei diesen beiden ist der Keil dann ein wenig größer. Bei den 9 Formen, die doppelt geklebt sind, habe ich jeweils nur die Böden verklebt. So, dann habe ich die Förmchen so zusammengesetzt und ineinander gedrückt. Bei den Förmchen, die ich eingeschnitten habe oder wo ich auch was rausgeschnitten habe, sind diese Seiten locker, also offen. Da muss ich jede Seite links und rechts ein wenig zusammenkleben. Das mache ich bei den anderen jetzt auch. Danach werden alle eingeschnittenen Förmchen und Förmchen, wo ich was rausgetrennt habe, wieder zu einem Kreisring zusammengeklebt. Jedes Teil wird jetzt eingeschnitten. Also der Rand wird eingeschnitten und zwar hier gibt es immer so Vertiefungen. Die schneide ich unten bis zum Randbereich oder bis zum Boden durch, rundherum. Die Förmchen, wie gesagt, sehen dann so aus. Zunächst klebe ich die 3 Förmchen, die vollständig sind, nur mit der Grundfläche zusammen. Dann folgen die anderen der Größe nach. So, die Blüte ist fertig geklebt, jetzt fehlt nur noch das Innenteil. Entweder klebe ich auf diesen Kreis jetzt spiralförmig die Kette oder Perlen oder ich setze Strasssteine auf. Oh, einer ist abgehauen. So. Klebe ich hier rundherum und dann klebe ich hier nochmal in die freien Flächen auch noch welche. Dies ist nun die Blüte mit den Strasssteinen. Die Blüte habe ich auf einen Fotokarton geklebt, den ich unterteilt habe. Dies ist die Blüte mit der Kette. Da habe ich zu dem Innenteil hier nochmal ein Stück von der Kette aufgesetzt. Auch hier habe ich die Blüte auf einen Fotokarton gesetzt, den ich jetzt mal am Rand unterteilt habe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, abonniert doch meinen Kanal. Dann erfahrt ihr sofort, wenn ein neues Video von mir erschienen ist. Bis bald, eure Angelika Kipp.